und Militärs immer die Evaluation, also sprich die Überprüfung, inwieweit ein militärischer Einsatz erfolgreich war. Weil die Ziele erreicht worden sind, die Mittel vernünftig eingesetzt worden sind oder nicht. Das wird in allen anderen Bereichen gemacht. Bei der zivilen Konfliktbearbeitung, Entwicklungshilfe, überall werden alle Projekte überprüft, um zu sehen, ja, zu lernen, was man daraus lernen kann, wie man es zukünftig besser macht. Genau. Bei Militäreinsätzen passiert das nicht. Raten Sie mal, warum. Weil alle der letzten Einsätze, ob Afghanistan, ob Irak, ob Libyen, ob Syrien, egal von wem, eben nicht zielführend waren und meistens verheerende Auswirkungen hatten, die schlimmer waren als vorher. Das ist ein Stück der Realität. Und deswegen wird es eben genau nicht kommuniziert und nicht offengelegt. Denn Frieden geht irgendwie anders. Das wissen Sie alle, aber das müssen wir, glaube ich, noch mal öffentlich und klarer und auch wahrscheinlich im privaten Bereich deutlicher machen. Frieden geht anders. Zwei US-amerikanische Wissenschaftlerinnen haben schon vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht, in der sie aus den letzten 100 Jahren ca. 300 Kriege und Bürgerkriege untersucht haben und daran überprüft haben, welche Ergebnisse haben sie eigentlich gehabt, was wurde eingesetzt, welche waren mit zivilen und diplomatischen Mitteln angegangen und welche mit militärischen. Und das Ergebnis, und das waren Kritikerinnen der Friedensbewegung, nicht Leute, die vorher dieser Meinung waren. Das ist nochmal ganz wichtig an dieser Ecke. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist eindeutig. Die Erfolgsquote bei gewaltlosen Aktionen, gewaltlosen Bewegungen war etwa doppelt so hoch. Die Zahl der Opfer an Schäden um ein Vielfaches geringer. Die Chance auf anschließende Demokratisierung 10-mal höher, als wenn Militär in irgendeiner Weise eingesetzt wurde. Und die Gefahr des Rückfalls, was ja häufig eine Problematik in Konflikten ist, dass nach ein paar Jahren der ganze Prozess wieder von vorne reingeht in völlig gewaltförmigen Gesellschaften, diese war in einem Bruchteil von Konflikten, wo mit gewaltlosen Mitteln agiert worden war, die Rückfallquote viel, viel geringer. Das bedeutet, auf Friedensförderung und Prävention zu setzen, ist also nicht naiv, sondern ist klug und effektiv. Es ist effizient. Das Gegenteil dessen, was behauptet wird, ist Fakt. Und das kann man nachweisen.